Abenteuer erleben. Freiheit spüren. Den Horizont erweitern. Und die Natur entdecken. Wir sind Laura und Marco und nehmen euch mit auf unsere Reise. Wir wollen Distanzen und Veränderung spüren, indem wir langsam reisen. Von Ende Juli bis Ende November 2020 liefen wir 1600 Kilometer zu Fuß, von Deutschland bis nach Albanien. Seit April 2021 erkunden wir die Welt nun auf zwei Rädern. Wohin werden uns unsere Wege führen? Und was werden wir erleben? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Wir haben den optimalen Schlafplatz gefunden. Wir sind hier in so einer Anlage gelandet, so einer Walderholungsanlage oder so. Heute haben wir Gesellschaft. Zwei von vier Hunde sind schon da. Von vier Hunden. Süß. Der zweite sitzt da vorne. Total interessiert im Schatten. Unser kleines Flauschbällchen hat uns sogar heute Nacht bewacht. Total süß. War immer hier und hat sich ganz brav hingelegt. Hat uns direkt heute Morgen schon begrüßt. Wir hatten eine wunderbare Nacht. Es hat sogar mal geregnet zwischenzeitlich, sogar relativ heftig. Es gab zwar ein kleines Loch oben im Dach, aber das Zelt hat uns ja gut geschützt. Hinunter. Ich habe meinen Geschwindigkeitsrekord geknackt mit 63. Marco ist sogar 66 gefahren. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz, aber ich bin auch ein bisschen erschrocken. Hinter mir ist vor allem die ganze Zeit ein Auto gefahren mit so drei Typen drin. Die haben gar nicht sich getraut, mich zu überholen. Ha! Wir hatten mal wieder einen super Pausenplatz mit Wasserquelle, schattigen Plätzchen, einer wunderschönen Kirche. So, Marcoli hat bei Google Maps, keine Werbung, einen Zugang zu dem See gefunden. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Für mich sieht das jetzt noch nicht nach der Möglichkeit für einen Zugang aus. Aber schauen wir doch mal, wäre auf jeden Fall cool. Da könnten wir mal wieder in den See baden. Oh. Sand. Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gemacht. Wir haben einen sehr schönen Platz gefunden, einen sehr schönen Strand. Entweder wir stellen das Zelt dann da hinten an diesen Baum, der da so ein bisschen frei auf dem Feld da hinten steht. Oder da direkt neben dem Weg. Das entscheiden wir dann spontan. Wir gehen jetzt erstmal baden. Ein schöner Abendausklang im Wasser. Es ist mockelig warm, oder? Ja, es ist badewannenwarm. Richtig cool. Und überall fliegen hier so Dinge rum. Also das ist mal so ein Stachel. Ich habe mir schon eine schöne neue Kette, wo ist sie, gezaubert. Das sind die tollen Momente am Draußenleben. Einfach abends schön im See
rumdümpeln. Die Sonne genießen. Sich schon auf das leckere Abendessen freuen, das von der Chefküche zubereitet wird. Und da hinten sind vom Kamerateam die ganzen Leute, die jetzt gerade das Zelt für uns aufbauen. Ja, das wäre geil. Und ja, morgen Gepäcktransport dann. Ich meine, das sind ja nur Attrappen hinten drauf. Das sind ja nur mit Watte ausgestopfte Säcke. Aber naja. Muss ja niemand wissen. Es muss nur gut aussehen. Also wir hatten schon gemerkt, dass der eine Hirtenhund ein reges Interesse an unserem Müll gehegt hat. Jetzt hat er echt unsere Mülltüte gepackt und sie weggeschleppt. Jetzt räumt er sie gerade aus. Natürlich nicht so geil, weil wir das dann alles wieder einräumen müssen. Wir wissen auch nicht so ganz, was er daran findet, weil Essbares ist da auch nicht mehr drin. Das sind Benzintücher. Ich glaube nicht, dass das so gesund für dich ist. Schnucki. Und das Pesto-Glas ist zu und es ist Olivenpesto, als ob du das magst. Und jetzt hast du unsere Tüte zerrissen, jetzt können wir das nicht mehr transportieren. Stehst du auf Olivenpesto? Soll ich es dir aufschrauben? In letzter Zeit haben wir sogar oftmals Glück bei unserer Containerjagd. Die sind oftmals offen. Achso, sind sie mal nicht so laut beim Klauen. Oder? Nice. Ja, doch. Nimm mit. Schnell weg. I'm really, really clever boy. Läuft bei dem Typen da. Wir sind sehr glücklich, denn ich habe gerade eingekauft und es gab veganes Schokoeis. Yeah! Wie geil ist das denn bitte? Wir haben hier eine richtig coole Fläche gefunden fürs Zelt und schaut mal, da drüben ist direkt das Meer. Und das wird jetzt auch erstmal springen werden. Ja, also wir wissen nicht, ob es ein bisschen frech ist, was wir hier machen, aber das Tor steht halt offen. Also es ist halt schon irgendwo eine eindeutige Einladung. Wir haben eine traumhafte Abendsonne und genießen jetzt das Meer und springen gleich mal rein. So, Nachtaktion vom Feinsten.
Es ist jetzt so nach 11 wahrscheinlich. Guck dir mal diesen scheiß Baum hier an. Das ist richtig gefährlich. Ja, es gibt solchen Stacheln, echt. Ich bin gerade eben komplett hängen geblieben. Oh. Au! Also wir laufen immer ja die Matte ab und gucken dann, was durchsticht. Naja, diese, es gibt ja so Tausendfüßler, die auch verbrennen. Also wenn man die berührt. Und hier gibt es solche auch. Marco hatte vorhin einen im Ausschnitt sitzen. Zum Glück hat er nicht verbrannt. Ich hatte einen am Fuß, der hat schon verbrannt. Zum Glück nur kurzzeitig. Also es geht, aber also nachts irgendwo im Laub rumzuwursteln ist tatsächlich nicht so die beste Idee. Aber ja, wir haben ja noch am Strand gekocht. Und wollten ja nicht, dass uns hier jemand sieht, deswegen jetzt fuchteln wir mit Taschenlampe rum, ist auch nicht so geil, aber ich habe zuerst schon den Boden hier gefegt und schon mal so alles abgeschnippelt, was ich gefunden habe, weil hier ganz viele so Stachelviecher wachsen. Jetzt sind wir nochmal die Matte abgegangen, jetzt hoffe ich, dass es passt. Jetzt bauen wir das Zelt auf. Wir freuen uns beide so auf Schlafen. Und wir hoffen, dass der Sturm nicht stärker wird, weil wir liegen hier unter Bäumen. Ja, mal gucken. Wenn man den ganzen Tag in der Sonne radelt. Naja. Das war ja gar nichts. Also Entschuldigung, aber also das kann ich ja besser, ne? Schuld! Au. Unsere liebsten Schlafplätze in der Nähe von kleinen Kapellen mit Wasseranschluss. Sehr geil. Ich muss echt sagen, hier schöne gemähte Wiese, eine schöne Baumfront, die uns morgen beschattet. Das hat schon was. Ich bin wieder bei meiner abendlichen Lieblingsbeschäftigung, nämlich stachliche Teile aus dem Boden rausoperieren, die unsere Zeltbahn zerstechen könnte. Man glaubt es nicht, aber das ist echt richtig scheiße. Darf bloß nicht Marco die sehen, wie viel seine Säge von seinem heiligen Taschenmesser umgehen. Kaum nach einer schlaflosen Nacht. Unser Platz war eigentlich perfekt. Ah, diese Hunde. Ey, ganz ehrlich, wäre ich nicht vegan. Wir könnten ja aber so leben. Ich klinge einfach wie eine Maschokosant und Kieskanne. Das ist so furchtbar. Heute mitten in der Nacht haben die auch losgelegt. Oh. Da helfen selbst Europax nicht. Marco hat mich heute mit den Worten "Hier stinkt, als ob irgendwas gestorben wäre" geweckt. Und ich glaube, ich habe die Ursache gefunden. Hier gibt es nämlich so ein kleines, aber feines Mülllager. Direkt neben unserem Schlafplatz.
Leider sehen unsere Schlafplätze viel zu oft so aus. Und natürlich auch die Wegränder an unseren Routen. Ich fühle mich immer schon richtig heimisch, wenn ich Müll sehe. Die Fahrräder sind fertig gepackt. Jetzt wollte ich gerade noch mal die Reifen auf den Luftdruck überprüfen und dann die Scheiße hier. Ganz ehrlich, es dauert so viel Zeit, diese Fahrräder zu packen. Und mir ist es nicht aufgefallen. Und jetzt kann ich alles wieder abpacken. Kostet wieder alles eine Stunde in Summe, also. Ist ja nicht so, dass jetzt 2 Uhr ist. Ey, das kotzt mich richtig an, sowas. Warum muss das bei Abfahrt sein, wirklich? Also. Und dann auch noch bei unserem Jubiläum. Wow, Laura hat mittlerweile schon 3 rausgezogen. 2 davon waren schon relativ weit drin und jetzt kommt gerade der dritte. War nicht so tief, aber ich würde die Stelle vielleicht trotzdem mal markieren. Okay, Freunde, wir sind jetzt mittlerweile beim 5. Stachel angelangt. Also den haben wir komplett perforiert hier, den Schlauch. Vermutlich gestern beim Schlafplatz. Da gab es einige Brombeerranken. Okay, während Marcoli hier seinen Reifen gerade auseinander nimmt, habe ich mal spaßeshalber bei meinem geguckt. Tatsächlich habe ich auch schon einen Stachel entdeckt. Ich werde ihn jetzt mal rausziehen. Mal sehen, ob es zischt. Oh, der ist schon nicht. Er war schon ein Stückchen drin. Da ist er. Okay, ich habe jetzt noch ein paar gefunden, aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass die nicht so tief drin waren. Es waren kleine Stachel und nicht so lange Stachel und nicht so dicke wie bei Marco. Und ja, von daher hoffe ich, dass wir jetzt keine weiteren Platten bei meinem Fahrrad haben werden. Marco hält jetzt doch lieber ein Zwiegespräch mit Jesus. Ich bete, dass nicht noch mehr Löcher drin sind. Und du dein Beten erhört? Ich glaube schon. Hat zumindest gerade eben genickt. Ja gut, es stellt sich ja in Grenzen. Das sind 2 Löcher jetzt. Das ist gut machbar. Und wie fühlt sich das an, ein Jahr auf Weltreise? Also genau heute vor einem Jahr hatte ich das gleiche T-Shirt an. Gut, oder? Und es sieht immer noch aus wie neu. Wir haben zwar schon auch so immer viel erlebt in unseren Jahren, aber jetzt halt noch alles viel kompakter. Und haben halt auch sehr viele unterschiedliche Länder gesehen. Und oh, das, no. Oh, vor einem Jahr habe ich mich nicht. Das Jubiläumseis hat es aufs T-Shirt geschafft. Auch Manu. Auf meinen Fuß hat es auch schon geschafft. Das schöne T-Shirt. Gerade hat nur einer davon. Von dem Jahr sah es noch besser aus. Nee, aber insgesamt sind wir, denke ich, glücklich und zufrieden mit dem, was wir erlebt haben. Es gab immer extreme Höhen und extreme Tiefen. Das ist halt so beim Reisen, aber ich möchte keinen Moment der Reise missen. Also an jedem Moment
sind wir eigentlich auch über uns hinausgewachsen. Und nach jedem Tief kam auch wieder ein Hoch. Also man muss halt einfach lange genug durchhalten und an einem Strang ziehen und dann wird man echt belohnt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass wir so viele tolle Begegnungen haben. So viele herzliche Menschen. So, Marco, der hat mich gerade sehr aufgeregt zu sich gerufen. Ich dachte, boah, jetzt habe ich bestimmt voll den coolen Platz gefunden. Naja, cool ist relativ. Ich meine, ich bin Müll ja gewohnt, aber hier stinkt's. Aber Marco, die riecht's nicht. Ist kein Traumplatz, aber er ist mit den notwendigen Funktionen ausgestattet. Ja, aber das Ding ist, weißt du, jetzt kommt noch ein bisschen Wind, deswegen riecht man es nicht so krass. Aber heute Nacht wird es so krass stinken. Schau, dieser tolle Boden. Oh, das ist wirklich ein toller Boden. Ohne Don. Ohne Don, sagst du? Na, das müssen wir erstmal prüfen. Das quietscht denn da so herzerweichend? Die Mischung macht organische Abfälle zusammen mit Sperrholzschnappen. Was ist denn mit dir los? Oh no, Marcoli, wir haben ein weiteres Problem. Oh scheiße, eine Babykatze. Was ist denn das? Eine Babykatze. Ich hab's ein Baby. Ja. Was machen wir jetzt? Schnucki. Da muss schon Wasser trinken. Ey, nicht abhauen. Das ist festhalten. Festhalten, ja, also bist du. Nee, die hat voll. Ach du ja, meine Scheiße. Noch mehr? Oh, und ein totes Schaf. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter, wo sind wir hier gelandet? Da liegt ein totes Schaf. Und hier ist eine Babykatze. Und oh, ich mag nicht mehr. Ist ja gut. Ist gut. Ist gut. Oh Gott. Ein bisschen süß ist das ja schon. Nicht gut. Vielleicht fahren wir einfach kurz zurück in Ort. Die werden dann sagen, ja, wir schmeißen ihn in die Blumen. Als ob, Marco. Verarsch mich doch. Oh Gott, du bist schon ein bisschen süß, muss ich sagen. Ja. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Katzenfan, aber du bist süß. Guck mal, also die ist wirklich ganz, ganz frisch. Naja, ganz, ganz frisch nicht, aber ich frage mich, wo die Mutter ist. Oh, warmes Ding, du bist völlig allein gelassen. Nach dem Nippel. Oh, das Blut in der Nase. Okay, jetzt haben wir ein neues Maskottchen. Kann ich die bitte behalten? Ein Babyschaf wäre mir lieber gewesen. Die bitte behalten. Oh Mann. Wenn es die Mama kommt noch. Ja, das ist halt die Frage. Aber wenn die hier so alleine rumsitzt, im Müll, dann glaube ich eher, dass jemand ausgesetzt hat, oder? Hopp. Musst halt echt vorsichtig fahren, ne? So. Sitzt jetzt hier drin. Oh Gott. So. Ja, du musst jetzt da schön ruhig drin bleiben. Oh Gott, die krabbelt doch raus. Also das mit der... In der Lenker, mit dem in der Lenkertasche mitfahren, das war ein schöner Ansatz. Funktioniert bloß leider nicht. Ich kläre das jetzt nicht weiter. Wir waren uns jetzt doch unsicher, ob das Katzenkind nicht einfach zu blöd war, bei seinen Geschwistern zu bleiben. Deswegen ist Marcoli nochmal zurück. Hat tatsächlich noch ein zweites gefunden. Und war sich dann ziemlich sicher, dass die Mutter wahrscheinlich einfach gerade auf Nahrungssuche ist. Deswegen hat er es dann hinzugelegt. Wieder. Und jetzt sind wir da aber weggefahren, weil, ganz ehrlich, neben dem toten Schaf, ach, keine Ahnung. Da sind auch Leute angefahren gekommen, die da einfach den Müll wieder hingeschmissen haben und keine Ahnung. Heißt zwar, dass wir jetzt im Dunkeln Schlafplatz suchen, was wir nicht gerne tun, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Süß. Warte.
Toll, oder? Steht dir gut? Das ist auch süß. Teufel. Und was ist das? Ich weiß nicht, ein Unfall. Ja, so sieht's auch aus.